Der Meister ist wieder in Deutschland. Doch ist das wirklich in dieser Kölner Buchhandlung der richtige Jackson? War sein Fan zur gleichen Zeit in diesem Nobelhotel unter anderem Jackson nahe kommen? Wir fahren die neue Achterbahnprobe. So wird es auch der King der Popmusik erleben. Im Phantasialand weiß man, für einen kurzen Augenblick dreht sich die Popwelt nur in Brühl bei Köln. Endlich, als die Spannung unerträglich wird, ist er plötzlich da. Der Moment der Einweihung ist gekommen. Trotz aller Begeisterung, ein letzter Zweifel bleibt. Ist er's oder ist er's nicht? Sogenannte Insider wollen wissen, manchmal lässt Michael Jackson einen Doppelgänger lästige Auftritte für ihn absolvieren. Wenn er die Einwahlung übernehmen will oder die Patenschaft, hat er spontan Ja gesagt und zugesagt. Fröhlich winkend ließ Jacko die Fahrt über sich ergehen und die Fans fanden es auch schön. Er spielt halt einfach gern der Michael, aber singen wird er in